Hallo, ich bin Rainer von Carrado und ich erkläre und zeige euch heute den neuen Grundriss T457. Diesen Grundriss haben wir jetzt neu in die Modellgeneration 2024 aufgenommen und den zeige ich euch jetzt einmal von innen und von außen erkläre ich euch den Grundriss. Zur neuen Modellgeneration erhalten alle Carrado-Fahrzeuge eine neue Außendesign-Abklebung. Hier sehen Sie jetzt die Pro-Abklebung. Ebenfalls neu ist eine große, breitere Eingangstüre mit einem neuen Innendesign. Im Innendesign haben wir zwei Ablageflächen, einen Kleiderhaken sowie Spanngummis für Zeitungen. Im T457 überzeugt auch die große, geräumige Heckgarage. Die Traglast beträgt 150 Kilogramm. Und als weiteres und neues Highlight haben alle Carrado-Fahrzeuge einen neuen Heckleuchtenträger. Hier haben wir erstmals eine sogenannte Multifunktionsleuchte im Einsatz und ein Bridge Light. Durch dieses Bridge Light haben wir eine durchgängige Lichtsignatur und unsere Fahrzeuge sind im Straßenverkehr so zu erkennen. Der Grundriss verfügt über eine gegenüberliegende Sitzgruppe oder auch Couch-Couch genannt. Durch diese Anordnung ist hier der Wohnraum und speziell hier im Eingangsbereich der Grundriss sehr offen gehalten. Es können hier problemlos 5 bis 6 Personen am Tisch speisen. Um einen Durchgang oder einen größeren Durchgang ins Fahrerhaus zu gelangen, ist der Tisch umklappbar und so ergibt sich eine breite Durchgangsfläche ins Fahrerhaus. Optional lässt sich dieser Tisch dann auch noch umbauen zu einem Bettenumbau und somit haben wir hier weitere 1 bis 2, je nach Größe der Kinder, 2 Schlafplätze. Wer den Bettenbau nicht möchte, der kann optional ein Hubbett bestellen, dieses ebenfalls über der Sitzgruppe Platz findet. Das Bett ist sehr groß gehalten, am Kopf auf 1,40 und am Fußende 1,30. Wie alle Carrado Grundrisse verfügt auch der T457 über das sogenannte Softclose an den Wachstauschränken sowie an den Küchenschubladen des Servosoft. Wir haben hier 3 großzügige Schubladen, die oberste für Besteck mit Besteckeinsatz und die 2 darunter für Küchenutensilien. Daneben haben wir noch ein großes, sehr tiefes Staufach mit einem integrierten Mülleimer. Das Spülbecken ist sehr groß gehalten und wir verfügen in der Küche über einen 2-Flammen-Kocherherd mit elektrischer Zündung. Gegenüber der Küche befindet sich der große Kühlschrank. In dem Fall ist hier verbaut der Kühlschrank mit 156 Liter Volumen. Im Inneren haben wir großzügige Abstellfläche und oben ein separates Gefrierfach. Der Kühlschrank kann über die Wohnraumbatterie betrieben werden oder mit Gas oder mit 32 Volt Anschluss. Und während der Fahrt oder generell im Betrieb kann er auf Automatik gestellt werden, so dass er sich dann die günstigste Quelle automatisch sucht. Über dem Kühlschrank haben wir ein Fernsehfach, sofern Sie eines bestellen, und dazwischen ist unsere Bedienzentrale mit unserem Bedientableau sowie der Heizungsregelung. Die Bäder haben wir ebenfalls neu überarbeitet und erscheinen jetzt im neuen Glanz. Hier im T457 haben wir ein Raumbad und hier haben wir auch, sag mal, Materialien verbaut, sodass die Fahrzeuge bzw. die Dusche nicht so steril im Weiß gehalten ist. Ebenfalls im Toilettenraum haben wir sehr hochwertige Materialien verarbeitet. Wir haben ein freistehendes Waschbecken und auch hier finden wir unsere Dekore. Im Heck verfügt der 7,40 Meter lange Grundriss über Längseinzelbetten, diese am Fußende abgeschrägt sind. Unter dem jeweiligen Längseinzelbett haben wir großzügige Kleiderschränke und über den Einzelbetten haben wir quer Dachstauschränke. Ebenfalls sind diese mit Servosoft versehen. Und wir haben sogenannte Schwalbennester, wo Sie noch mehr an Kleidungsstücke verstauen können.
In der Mitte von den Einzelbetten verfügen wir über einen sogenannten Bettenumbau. Somit können Sie die Liegefläche nach vorne gehen, verbreitern. Und mittels einer Leiter steigen Sie dann in das Bett hoch. Für den nächtlichen Toilettengang kann die Leiter hier stehen bleiben und Sie können problemlos die Türe öffnen. Die T-Baureihe verfügt über ein umfangreiches Lichtkonzept. Hier haben wir eine beleuchtete T-Haube. Dann gehen wir rüber zu unseren beleuchteten Dachstauschränken, die oberhalb beleuchtet sind. In der Küche haben wir ein sogenanntes Fensterkleid, wo beleuchtet ist. Und im unteren Bereich haben wir einen beleuchteten Steher sowie eine beleuchtete Arbeitsplatte, wo für eine Beleuchtung in der Schublade sorgt. Und im Heckbereich haben wir ebenfalls beleuchtete Dachstauschränke. Bei den Einzelbetten haben wir einen sogenannten Lichtkranz, der in U-Form ein schönes Ambiente gibt und sogar ist die Heckbettverkleidung ebenfalls beleuchtet. Der Eingangsbereich ist ebenfalls mit einer indirekten Beleuchtung versehen.